Hallihallo, Hallöli. Kaisi wieder hier mit XCOM Enemy Within. Mal gucken, die Ereignisliste sagt, unsere Satelliten sind bald im Betrieb. Da haben wir noch eine Autopsie und dann kommt der Ratsbericht in 6 Tagen. Okay, die Kohle können wir ehrlich gesagt noch verbrauchen. Oh, wir haben mal wieder Schauplätze. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen in Gang sind. Ibadan, Nigeria oder in Paris? Ich möchte nach Paris. Es war cool, dass es hier wieder einen neuen Rekruten, der sogar Captain wäre, gibt, aber ganz ehrlich, die Kohle ist voll wichtig. Wir brauchen Kohle. Wahnsinnig viel Kohle. Ich müsste theoretisch nochmal einen Satellitengedöns bauen. So, mal gucken. Captain Sergeant, Captain. Polo fliegt raus. Ich will meinen Mac dabei haben. Der Mac hat noch keinen neuen Namen. Das ist ja frech. Ich habe gerade auch keinen zur Hand. Gut, dann muss er erstmal der Ruben Torres bleiben. Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber pass mal auf, warte mal. Können wir dem vielleicht schon die neue Waffe in die Hand drücken? Mal gucken. Technikabteilung. Kaufbau Gegenstände. Wie hieß das Ding? Eine Railgun war das, ne? Hier, herstellen. Auftrag erteilen. Zack, okay. Ich möchte noch ein Medikit herstellen. Gut. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas brauchen für die Leute jetzt hier, die am Start sind. Ja, Paris, komm, los. Mal gucken. Erstmal kriegt der Torres jetzt hier eine neue Waffe. Eine Railgun. So, wie sieht's aus? Heisenberg. Bewaffnung. Schalenrüstung. Präzisionslaser. Laserpistole. Scope. Zack, dann individualisieren. Einmal. Zack, damit er auch ordentlich aussieht. Major Winger. Bewaffnung. Lasergewehr. Laserpistole und ein Pulsbogen. Da bist du gut mit bedient. MacCamper hat. Chapman ist Major Cole und Xang. Xang bekommt Waffe. Erstmal eine Schalenrüstung, einen schweren Laser. Ja, was ist der Unterschied? Mal gucken. Gibt keinen Unterschied. Können wir also verticken. Später dann. Individualisieren. Hier die 2. Zack. Cole. Bewaffnung. Ja, für dich haben wir leider nur noch. Also doch, eine Schalenrüstung haben wir für dich noch. Ein Medikit. 3 Stück sind es an der Zahl. Eine Pistole habe ich aktuell nicht für ihn. Individualisieren. Zack. Okay, dann bin ich glaube ich durch. Ja, dass man das auch immer wieder machen muss. Ein bisschen nervig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass unser Trupp ja, einsatzfähig ist und bis an die Zähne bewaffnet vor allem auch. Gut, Einsatz starten. Und wir müssen unbedingt das Superwellen-Ding dann mal zum Starten bringen. Das ist ja letztendlich auch unsere Mission. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Panik breitet sich in einer Großstadt aus, während die Aliens durch ihre Straßen ziehen. Wir müssen diese Situation in den Griff kriegen. Alles klar. So. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute.
Oh Mann, hier ist ja richtig, richtig toller Regen. Gut, da haben wir einen Meldkanister. Schön am Rand der Karte, das ist in Ordnung. Dann Cole, hier, ran ans Auto. Ich will den gar nicht zu weit laufen lassen. Ziel bestätigt. Man sieht, die Schalenrüstung zeigt sich doch langsam. Am HP-Pool auch unsere Freunde. Verstanden. Unterwegs. Heisenberg geht dort an der Bushaltestelle in Deckung. Und Chapman. Ja. Chapman. Geht dort am Hydranten. Gut. Automatische Gefahrenprüfung. Mhm. Ran mit dir an den Meldkanister. Ran. Heisenberg lassen wir noch da stehen. Xang. Ah, oh, da fehlen uns 2 Meter. Befehl bestätigt. In Bewegung. Gut. Torres. Erstmal bis hier. Ich mache mich auf den Weg. Gut. Da du schießen kannst, wartest du noch eine Runde. Chapman wechselt. Bestätigt. Da war doch gerade was. Da hinten. Sieht aber noch keiner. Rücke aus. Da kommen sie. So, jetzt sieht man's. 3 Schweber. So, 65, 65, 65. Dann hol den mal runter da. Zap. Ist kein Problem. So, Heisenberg. Mach mal einen schönen Schuss. Auch der ist weg und dann darf Torres. Na los, versuch dein Glück. Das sieht schon cool aus, wenn er damit schießt. Gegner ist tot. Ja, habe ich gesehen. Gut, Chapman. Chapman geht hier vorne hin und bleibt dann wahrscheinlich auch erstmal da. Okay, das ist glaube ich eine gute Scharfschützenposition. Wir haben hier nichts Erhöhtes. Okay, da ist der zweite Meldkanister. Gut, das erste Meld haben wir. Da ist das nächste Meld. Verstanden. Rücke aus. Oha. 4 Stück. 5. 5 sogar. 3 dünne Männer. Habe das Ziel im Visier. Okay. Wir gehen mal vor. Was? Ich habe 2 Schuss abgegeben und. Oh, wir müssen echt in der Gießerei ein bisschen Geld investieren. So, Chapman. 80, 65. Du nimmst natürlich die 80. Aus dem Bild gekickt. Heisenberg. Ein 98% Schuss. Truppsicht ist übrigens mit 1 der geilsten Sachen ever, ey. Ich will einen Sturm und einen Schuss. Gehe zum Angriff über. An dem Taxi. Na los. Ja, das war jetzt aber irgendwie zu erwarten. Cole. Ziel verfehlt. 45. Auch daneben. Ja, man kann nicht alles haben. Ach, der hat sich selbst vergiftet. An der Grütze seines eigenen Freundes. Ja, das interessiert mich nicht so. Wo schießt der hin? Auch auf dem Mac. Aber daneben. Flammenwerfer. Oh, hallo. Pass auf, machen wir noch nicht. Ich will erst ihm hier eine bessere Position geben. Ich habe Angst. Rücke
dass das irgendwie schief geht. Tja, den triffst du sowieso nicht. Da kannst du schießen, wie du willst. So, jetzt können wir den Mac hier mal seinen Flammenwerfer auspacken lassen. So. Boah, 6 Schaden, geil. So, Chapman. 65. Zeig's ihm. Anvisieren und... Platsch! Einmal volle Kanne in die... ins Gesicht. 45%. Weg. Das war's noch gar nicht. Dann. Ist riskant, bis dort vorzurücken, aber... Ich lass Heisenberg noch dort stehen. Das ist mir... Doch, doch, der hat Sicht. Xang. Rückt hierhin vor. Begebe mich zu dieser Position. Irgendwo sind hier ja noch kleine Haludris. Da. Kontakt. Daneben. Der hatte Glück. Dieses Mal. Und ein Treffer. Also es lebt nur noch einer. Dann gehen wir mal hier hin. Theoretisch müsste der ja noch hier hocken, ne? Aber nicht getroffen. Also entweder hing da jetzt noch einen davor. So, wir müssen jetzt natürlich in den Feldposten noch. Und Zangen natürlich auch. Weil ich nicht genau weiß, wo der Lümmel hockt. Mal gucken. Ah, der ist nicht rausgekommen, verdammt. Ja, bringt nichts. Wir müssen... Ich glaube, das ist der letzte Gegner, wenn ich mich nicht ganz irre. So, Feldposten, Feldposten, Feldposten und Feldposten. Ja, es gibt Spannenderes. Kommst du raus? Sie flankieren meine Position. Ja, mal gucken. Alle schießen. Boah, da hat auf alle Fälle einer getroffen. Mit 10 Schaden. Commander, die Operation war ein Erfolg. Check. Sieht aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Aber sicher. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Unauffällig. Teilweise Deckung wird als volle Deckung gewertet. Sehr schön, Piper. Auch Heisenberg hat unauffällig bekommen. Überlebenswille. Reduziert allen erlittlichen normalen Schaden um 2, wenn die Einheit in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Sehr gut, Chang. So, ein bisschen hier Sektoiden, Schweber und dünne Mannleichen, 14 Waffenfragmente, 20 Meld, 2 Sucherwracks. Afrika und Asien wird die Panik ein bisschen heftiger. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Offiziersschule. Mann lernt schnell, jeder Abschluss bringt 25% mehr Erfahrung. Kaufen. Yes. Gutes Beispiel. Beträgt seine Willenskraft auf alle Truppenmitglieder in der Nähe, die weniger Willenskraft haben oder eiserner Wille. Pass mal auf. Jetzt habe ich schon... Jetzt... Aber... Schwarzmarkt. Diese Exalt. Hier. Die ganzen Scheiß. Braucht kein Mensch. So. Können wir doch. Das brauchen wir alles noch. Aber... Den anderen Kram... Können wir doch hier ohne Probleme verticken. Sind zwar nur 17, aber... wie viel brauche ich jetzt für die Kaserne Offiziersschule? 200. Komm, irgendwas können wir doch bestimmt noch verkaufen. Dass wir die paar Taler zusammenkriegen. Guck mal, Sektoiden. Anführerleichen, da brauchen wir niemals so viele. Niemals. So.
Jetzt Kaserne, Offiziersschule, also in der Wille kaufen. Los, und die drei, die kriege ich jetzt auch noch zusammen. Also, hätte ich auch gleich machen können. Die drei sind jetzt kein Problem. Komm her, hier, 3, 1, 2, 3, Handel abschließen. Dann haben wir das nämlich auch weg, dann sind wir durch. Und bestätigen. Und das ist auch in Ordnung. Damit wir ein bisschen besser über die Willenskraft arbeiten. Sehr gut. Also Russland, Großbritannien und Ägypten sind alle am Start. Neues Forschungsprojekt. Wir haben jetzt das Ziellabor zum Bau verfügbar. Imitatstrahl zur Herstellung verfügbar. Neuralfeedback verfügbar im Genlabor. Imitatstrahl. Dieses Gerät lässt sich so programmieren, dass es die akustischen Schlüsselreize imitiert, von denen die Invasoren im Gefecht Gebrauch machen. Damit lässt sich ihre Aufmerksamkeit in einem begrenzten Bereich ablenken. Ein Ziellabor. Mit dieser Einrichtung können wir die latenten Zielfähigkeiten unserer Soldaten entdecken und trainieren. Falls sie solche Fähigkeiten besitzen, steigt ihre Stärke, wenn sie sie im Einsatz nutzen. Verursacht Schaden bei Psi-Angreifern und löst die Abklingzeit all ihrer Psi-Angriffe aus. Verringert nicht die Erfolgschance der Angriffe. Alles klar. Und dann... Ja, komm, wir starten jetzt endlich mal. Nichts wird sein wie vorher. Unsere Arbeit hier, die Übernahme der Technologie einer feindlichen Macht, beschleunigt die wissenschaftliche Entwicklung der Menschheit um Generationen. Wir können diese Waffen... diesen Missbrauch der Wissenschaft noch immer für einen besseren Zweck nutzen. Der Preis war hoch, aber unsere Bemühungen waren nicht umsonst. Die Meldsubstanz war bei der Entwicklung von genetischen Modifikationen von unschätzbarem Wert, aber bisher mussten wir uns auf die Veränderung von vorhandenen menschlichen Organen beschränken. Dank der neuesten Autopsieergebnisse ist es uns jetzt auch möglich, physiologische Komponenten der Aliens in unser genetisches Modifikationsprogramm zu integrieren. Vielleicht ist es ja zu viel verlangt von unseren Soldaten, aber es würde sie auf dem Schlachtfeld noch effektiver machen. In letzter Zeit hat sich viel Neues ereignet. Der Sektoid-Anführer ist ein interessantes Objekt. Aber ich muss sagen, dieses Gerät fesselt mich ebenso. Okay, wir haben also mal ein paar Gedanken von Dr. Wahlen auch hier bekommen. Ich kann leider dann nirgendwo hinklicken, weil sie kann ja auch reden, während wir hier ein bisschen arbeiten, aber nope. Eingehende Übertragung. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Alles klar, wir haben wieder ein A bekommen. XCOM-Aktivitäten, Ratseinsätze ausgeführt, 2, UFOs abgeschossen, 1, Entführung vereitelt, 1, Satelliten gestartet, 3, Forschungsprojekte abgeschlossen, 7, UFOs gestürmt, 2, Beiträge 695 und nochmal Beiträge Wissenschaftler plus 6, Ingenieure plus 3, Nigeria, Südafrika, Japan und China, uhuhuhu. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ah! Scheiße. Also, da müssen wir gleich mal was gegen tun. Hangar. Oh Gott. Schiffsliste ansehen. Transfer nach Nordamerika. Zu verschiedenen Basen in der Südamerika müssen wir einkaufen. Erst, wenn Satellitenabdeckung für die entsprechende Region besteht. Asien, ein Abfangjäger kaufen. Unserer Flotte auf verschiedenen Kontinenten erhöht sich die Chance, UFO-Kontakte in diesen Gebieten abzufangen. So, gehen wir mal ins Schiff. Hier haben wir... Oh Gott, Munition sparen. Komm, lass knacken. Und Alien-Granate. Okay. Ah, ich hätte doch noch gern das verbesserte Medikit mitgenommen, aber... Ja, aber sowieso. Ich sage den Teams in der Gießerei Bescheid. Sie können den Fortschritt in der Projektwarteschlange von der Technikabteilung aus verfolgen. Okay,
Kate Austin. Kate Austin. Wird optimiert. Für den Mac. Sobald die erforderlichen Amputationen vorgenommen worden sind, werden unsere Techniker die Cyberanzug-Interfaces in die verbleibende Knochenstruktur des Freiwilligen einpflanzen. Die sind noch gesperrt. Okay, dann warten wir noch mal kurz. Dauert sowieso noch ein bisschen. Kontakt. Ja, wir können den... Wir müssen weitermachen. Commander, wir haben den letzten UFO-Kontakt nicht mit unseren Kampfjets abgefangen. Ja. Hoffentlich richtet er keinen ernsthaften Schaden. Wie denn, Freunde, wie denn? Wir haben einen neuen Kontakt. Er sendet ein merkwürdiges Signal. Fast was? So, als wäre er auf der Suche nach etwas. Commander, wir haben einen Satelliten verloren. Wir können über dieser Nation keine UFO-Kontakte mehr verfolgen. Als Reaktion, oh Gott. Hat sie uns die finanzielle Unterstützung entzogen. Ach du Scheiße. Transfer abgeschlossen. Ach du Kacke. Also Hyperwellenverbindung zum Bau verfügbar. Die Kommunikation der Außerirdischen basiert auf supradimensionalen Wellen, die sich fast ohne Zeitverzögerung ausbreiten. Dieser Decoder sollte uns endlich die Quelle dieser Kommunikation zeigen. Gut, wir können jetzt hier den Alien Nav Computer. Ich weiß Ihre Unterstützung erforschen. Für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Scheiße. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. So, sind die Flugzeuge angekommen. Yes. Oh, das ist so ärgerlich, oder? Unser Mech-Soldat ist bereit. Wir sollten schnellstmöglich einen Cyberanzug im kybernetischen Labor herstellen. Hm. Hm. Wir können einen Satelliten bauen, ne? Auftrag erteilen. 20 Tage, ey. Kein Geld am Start. Oh Mann. Neues Projekt. Satelliten-Nexus zum Bau verfügbar. Super, jetzt. Klasse. Projekt Tarnsatelliten in der Galaxie, in der Gießerei verfügbar. Satelliten-Nexus. Da das Signal von einem Team von Ingenieuren überwacht wird, kann jeder Satelliten-Nexus die Signale von 4 XCOM-Satelliten empfangen. Verbundbonus plus ein zusätzlicher Satellit für jedes direkt angrenzende Kontrollzentrum. Tarnsatelliten. Nach der Untersuchung der Kommunikationssignaturen der erbeuteten UFO-Navigationscomputer können wir unsere Satellitennetzwerke so umrüsten, dass es die Kommunikation der Aliens imitiert. Dadurch werden unsere Satelliten für die Aliens erheblich schwerer zu entdecken. Ja, klasse. UFO-Energiequelle gleich nochmal. Ah, das ärgert mich richtig. Gut. Aber Munitionssparen ist an einem Tag fertig. Das sehen wir dann in der nächsten Episode. Ah, hoffentlich kriegen wir das noch irgendwie hier in Griff. Oh Gott. Ägypten. Afrika. Ganz schlimm. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.